Hallo und herzlich willkommen beim Hexenhain. Deine Tageskarte findest du unten in der Videobeschreibung. Hallo, Karte Nummer 1. Was haben wir denn hier? Mend a Broken Heart Fairy. Das heißt, das ist die Elfe des gebrochenen Herzens. Und wenn man diese Karte zieht als Tageskarte, dann will die einem sagen, dass man gut zu sich selbst sein soll. Was ich sofort wahrnehme, ist eine Riesenenttäuschung. Das muss nicht mal sein, dass du jüngst enttäuscht wurdest. Aber wo geht dein Verstand damit hin, wenn ich anspreche, eine Riesenenttäuschung? Es gibt irgendeine Enttäuschung. Mit dieser Karte kann es genauso gut bedeuten, die hat jüngst jemand das Herz gebrochen. Aber heute nehme ich das nicht so wahr mit dieser Karte. Was ich wahrnehme, ist eigentlich nur eine riesen Enttäuschung. Und ich bin überhaupt kein Fan von diesem Spruch, wenn man enttäuscht ist, dann wurde man vorher getäuscht und es ist jetzt nicht mehr. Es mag ja wahr sein, aber es hilft einem irgendwie nicht in dem Moment. Denn Enttäuschungen können einen bitter machen über die Zeit. Also welche Enttäuschung hast du erlebt, die noch dringend geheilt werden muss? Denn diese Karte spricht davon, dass dein Herz jetzt geheilt wird von einer Sache, die dich schwer enttäuscht hat und die dich vielleicht bis heute noch bitter macht oder zynisch. Obwohl sie schon eine ganze Weile her ist. Es kann aber auch vor kurzem gewesen sein, dass dich irgendetwas schwer enttäuscht hat. Und die Karte sagt dir, sei gut zu dir selbst. Und Fragen, die man sich stellen kann, sind, was brauche ich, um diese Enttäuschung zu heilen, um die Folgen dieser Enttäuschung zu heilen, sodass mein Herz irgendwann komplett vielleicht sogar geheilt werden kann. Und eine weitere Frage wäre, wie kann ich heute gut zu mir selbst sein und mir all die Dinge geben, die ich mir damals erhofft hatte. Das heißt also, selbst wenn es gar kein Mensch war, der dich enttäuscht hat, sondern eine Situation. Du hast dich einfach schwer allein gelassen gefühlt vom Universum. Egal was es war, was hast du dir erhofft, für ein Gefühl zu bekommen und hast es aber nicht bekommen? Ist es dir möglich, dir das heute zu geben? Was brauchst du, um dir das selbst zu geben? Also das ist im Grunde alles, was ich fühle mit dieser Karte. Eine schwere Enttäuschung und dass du gut zu dir selbst sein sollst und dir helfen sollst, dein Herz zu heilen. Sei gut zu dir selbst und sei locker mit dir selbst. Okay, das war deine Karte für heute. Bis dann, bye! Hallo, Karte Nummer 2. Oh, was haben wir denn hier? Das Ass der Stäbe. Oha, das Ass der Stäbe. Okay, also die Stäbe sind grundsätzlich eine ziemliche feurige Energie, eine Macherenergie und die Asse haben eine grundsätzliche Neuanfangsqualität. Und wie du hier sehen kannst, ist da diese Flamme im Kopf. Das bedeutet, das Ass der Stäbe steht für den Funken einer neuen Idee. Das heißt also, der kreative Funken wird entzündet. Du hast jetzt die Buchidee womöglich. Unter dieser Energie kannst du ganz tolle, wundervolle Ideen haben. Für einen neuen Song, für ein neues Business, für wie du endlich aus irgendeiner prekären Situation entkommen kannst. Und so weiter und so fort. Diese Karte spricht für Talent, sie spricht für Initiative, sie spricht auch davon, sich Dinge zu trauen. Und vor allem das Ass der Stäbe spricht von, seine neue Passion zu finden. Eine Sache, für die man Feuer und Flamme ist. Das heißt, da ist irgendein Potenzial, was du hast, da ist irgendein Talent, was du noch nicht gefördert hast womöglich. Und heute ist die Energie gut, um neue Talente zu entdecken, eine neue Passion für etwas komplett Feuer und Flamme ist. Also eine Neuanfangskarte
die sehr kreativ ist und sehr feurig ist. Also eine sehr begeisternde Karte und eine begeisterungsfähige Energie. Die Karte spricht auch davon, dass man etwas auf die Welt bringt. Sie spricht von Geburt. Irgendetwas bringst du ab jetzt womöglich auf die Welt mit dem heutigen Tage. Wie gesagt, ein Buch, einen neuen Song, irgendeine tolle Idee, ein Bild, was du malst. Du bringst irgendetwas auf die Welt, was vorher nur in deinen Gedanken war. Die Karte spricht übrigens auch für Reisen. Also vielleicht steht jetzt bald eine Reise für dich an. Echt als Tageskarte, das Ass der Stäbe zu haben, ist wirklich richtig wundervoll. Spricht für eine sehr strahlende Zukunft, diese Karte. Und für haufenweise Inspiration. Das heißt, ein sehr inspirierter Tag für dich. Okay, das war deine Karte des Tages. Mach's Beste draus. Wir sehen uns. Bye. Hallo, Karte Nummer 3. Und für dich haben wir die 3 der Erde. Im normalen Tarot, das ist hier das Dreams of Gaia Tarot, das funktioniert ein kleines bisschen anders, hat auch ein paar mehr Karten. Im normalen Tarot ist das die 3 der Münzen. Und die 3 der Erde, wie du hier sehen kannst, dreht sich wirklich nur um Samen in die Erde tun, Samen sehen. Also für was kannst du heute das Fundament legen? Für was kannst du heute Samen säen? Für welche spätere Ernte? Die Karte spricht auch davon, dass man sich einer Sache vollkommen verschreiben soll. Einfach nur rumträumen ist ja eine feine Sache, aber du sollst wirklich all in gehen, was eine bestimmte Sache angeht und dich der Sache vollkommen verschreiben. Mehr Energie dafür einsetzen. Du sollst deine Skills verbessern, deine Talente bergen und verbessern und wirklich an diesen Dingen arbeiten. Wirklich die Samen säen. Das heißt, heute wäre kein Tag der Ernte, sondern heute wäre ein Samensä-Tag. Und wenn du jetzt sagst, ich habe aber schon echt fucking viele Samen gesät, ich möchte jetzt mal ernten, dann ist eine gute Frage, was hält die Ernte eigentlich zurück? Wenn du findest, es ist schon alles längst an der Zeit, um zu ernten, das ist kein Samensä-Tag, jetzt muss Ernte kommen, was hält die Ernte denn ab? Was glaubst du, was könntest du noch tun, damit es endlich zu der, was brauchst du, damit es zu dieser Ernte kommen kann? Grundsätzlich spricht diese Karte aber nicht von Ernte, sondern von heute tust du die Samen in die Erde. Also wo geht dein Verstand damit hin, wenn du hörst, jetzt ist Samensäen angesagt? Und wenn wir gerade auf Vollmond zugehen, dann ist es der beste Zeitpunkt, um seine Samen in die Erde zu tun übrigens. Das heißt, wenn du Wünsche erfüllen willst, ich bringe demnächst noch ein Video raus, wie man Sigillenmagie anwendet, wenn du Wünsche erfüllen möchtest und du schreibst sie dir auf den Zettel sozusagen, dann ist Richtung Vollmond der beste Zeitpunkt, diese Dinge in die Erde zu verbuddeln. Deinen Zettel mit Wünschen in die Erde zu verbuddeln als Samen. So kannst du auch schon anfangen. Wenn du überhaupt keine Ziele hast, du möchtest aber gern irgendein tolles Ziel haben, dann schreib auf irgendeinen Zettel, hey, ein super tolles Ziel, und das verbuddelst du in die Erde. Diesen Schnipsel verbuddelst du dann in die Erde und mach das am besten kurz vor Vollmond. Und dann beim nächsten Vollmond, guck mal, was daraus geworden ist. Also nicht in der Erde, sondern in deinem Leben. Was hat sich getan? Was hat sich geändert? Und das ist im Grunde genommen alles, was dir diese Karte sagen will. Samen säen, manchmal muss man hart an den Dingen arbeiten und einfach nur rumsitzen und rumträumen, bringt oft nichts. Und ja, welche Samen kannst du heute in die Erde tun? Und das war deine Karte des Tages. Mach's Beste draus. Wir sehen uns. Bye.